schnellste in dieser Session. Einzel 5. Oh Gott! Hörst du noch irgendwas? Genau, du musst noch stumm schalten, alle wahrscheinlich. Hab ich schon. Immer noch doppelt so viel WM-Punkte und Fasinja ist vor dir! What the fuck? Ich weiß. Ich habe einfach, glaube ich, mittlerweile zwei oder drei Renncrashes gehabt und gar keine Punkte gefahren, von dem her. So, schauen wir mal. Können wir? Ich hab aufbereitet. Da. Dann trainieren wir mal ein bisschen noch. Also ich werde nicht viel trainieren. Nein, ich eigentlich auch nicht. Die Frage ist, welche Reifen nehmen wir mit? Das ist echt schwierig. Ich glaube, ich nehme fast diese Packerl damit. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Auf was? Bist du so Fahrt gegangen oder wie? Mhm. Bro. Eventuell mit einem Stopp. Vielleicht die 50%. Ich weiß nicht, ob das geht. Muss ich okay, das mach ich nicht. Da muss ich mindestens aber mit Soft starten und dann auf Super Softs gehen. Ne, andersrum. Geh in die andere Richtung. Du gehst auf drei Stopps. Definitiv zwei, wenn nicht drei Stopps. Okay. Ah, weil der Boxenstopp so kurz ist, gell? Mhm. Du verlierst mit Standzeit nicht ganz 17 Sekunden. Gehen wir erstmal hier rein. Fuel brauchen wir nicht so viel. Und wenn du mit Ultrasoft fährst, kannst du das eigentlich relativ aus. Ausquetschen und da eventuell noch Zeit holen. Okay, dann nehmen wir doch lieber mal den daher. Ausfahren. Jetzt bin ich spät. Bin ich lang drin. Ich glaube, ich hole mir noch einen Kaffee. Ja, noch in der Box, ich darf aber nicht rausfahren. Hä? Ja, du bist schon. Jetzt. Hä, lol, du bist bei mir vorher schon ewig, also vor 2 Minuten sozusagen schon losgefahren. Nee, ja, vor 2 Minuten habe ich schon noch weiter, dann hat, stand der da draußen und habe mich ewig aufgehalten. Der hat gewartet, bis ich soweit bin. Ich habe bist du eigentlich mal in die Box. Ah ja, du hast einen Boxenstopp gemacht. Scheiße, ich habe noch keinen Boxenstopp geübt. Verdammt! Das muss ich jetzt machen hier. Keine Ahnung, wie hier die Boxeinfahrt ist. Eigentlich relativ einfach. Erstmal schön über die Curbs drüber geschüttelt. Die Kurve mag ich nicht. Früh bremsen, innen bleiben und schnell wieder raus beschleunigen. Aber aufpassen, dass dir das Heck nicht kommt. Die Kurve weiß ich nie, wie ich sie fahren soll. Die fahre ich jedes Mal anders. So wie man halt gerade daherkommt, ja. Das ist der richtig coole Strecken. Eine richtig coole Streckenpassage. Zur letzten Kurve kannst du so viel Speed mit rausnehmen, wenn du es richtig erwischt. Ich hab gerade geschafft, das erste Mal Streckenbegrenzung. Was jetzt schon? Warnung. Ich weiß nicht mehr, was du da machst. Reifen fährst du? Super Soft. Und dann werde ich wahrscheinlich noch einen Ultra Soft aufschnallen für eine schnelle Runde.
Schauen wir mal, wo wir rauskommen im Feld. Und das ist eine 1.9.1.1.2. Damit wärst du jetzt der bisher schnellste in dieser Session. 1.11.5. Oh Gott! Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Alles noch dran, oder? Nee, der Flügel vorne komplett weg. Aber Reifen sind noch dran, zum Glück, ja. Und du fährst mit den Softs, okay. Ja. Bahn eingestellt. Dann ist die 1.11 eh nicht schlecht. Ich bin aber jetzt hinten nach, weil ich mich da verbremst habe. Okay, ohne Flügel geht das nicht mehr so gut. Ups, nee, ohne Flügel geht das echt nicht mehr gut. Ha, da sind wir bei dem Kies draußen. Na, Unterschied, ich hab den Flügel. Also, ohne den kompletten Flügel geht hier gar nichts mehr. Du kommst eigentlich so gut wie um keine Kurve mehr. Nee, weil es alles relativ Highspeed-Kurven sind. Boxenstopp. Alles klar. Oh Gott. Okay, ab da übernimmt die Auto. Der Autopilot. Dann schmeißen wir mal die Ultras drauf und dann einen Flügel drauf. Schlimme ist wahrscheinlich, dauert das jetzt so lange, bis du da bist. Und dann stehe ich da und muss warten, bis sie dich reingeholt haben. Nee, ich fahr weiter. Achso. Sitte ab. Oh, 1.11.0. Wird schon besser. Soft, 1,9 langsam im Vergleich zu deinen Supersofts. Mit welcher Einstellung fährst du? Eins nach rechts. Ja, ich auch. Einzige, was ich dann noch manuell geändert habe, das ist bei mir die Differential, da bin ich von 75 auf 70 runter. Ich habe zwar exakt nicht wirklich eine Ahnung, was das ausmacht, aber... Es fühlt sich besser an. Und tschüss! Oh, alles gut gegangen. Okay, schade. Bin um 1.11 gekommen und das komme ich. Alter, war die letzte Kurve gut. Der letzten Kurve fast eine halbe Sekunde aufgeholt. Okay. Und das mit den Softs nicht schlecht. Dann wäre meine Strategie vielleicht doch eine Überlegung wert, weil wenn die Softs so stark sind, wie eigentlich die Super Softs. Also ein Scheitelpunkt verpasst, egal. Super, jetzt habe ich zwei Leute vor mir. Das wird nicht gut gehen. Und Palmer. Das Slipstream. Und dann ziehen wir nach innen.
Gott. Oh ne, passt noch. Ja. Hey, ich bin gleich schnell gefahren wie vorher. Oh Gott, fett über die Curbs drüber. Na gut, ich dreh ab. Und wohlgemerkt, ich bin mit Standardgemisch gefahren, nicht mit Fett. Okay. Ja. Wenn du nicht irgendwie noch Grid-Penalties und so einen Scheiß bekommst, dann sehe ich hier heute echt mal eine gute Chance für uns beide. Ja, bekomme ich nicht, ich drehe jetzt schon ab. Na, 1.10.5 auf den Softs gebe ich mich zufrieden. Das glaube ich dir gerne, ja. Ich will jetzt noch schauen, was ich hier mit den Ultras leisten kann, obwohl ich da vorher schon fett über die Curbs geehrt bin. Also jetzt wäre mir noch Zeit, vielleicht fahre ich mit den Supersofts nochmal raus auf eine schnelle oder zwei schnelle Runden. Oh je, da kommt ein Gegner hinter mir. Machen wir nicht schnell, dass ich schnell in die Boxgasse komme. Ich muss sagen, ich bin mit den Ultras irgendwie nicht wirklich schneller. Ich fahre nur ein Zehntel schneller. Ich bin mit den Ultras viel schneller wie mit den Supersofts. Gut, jetzt habe ich eine halbe Sekunde in der letzten Kurve rausgeholt. Vielleicht habe ich es irgendwo anders verloren, die Zeit. Mich dreht es in der ersten Kurve immer so, also da habe ich immer einen leichten Quersteher. Ich weiß nicht wieso. Ja, ja, dir geht auch das Benzin aus. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Ja, okay, ich hab's eh verkackt. Fahr ich halt rein. Aber ich glaube. Puh, er stoppt da übernimmt er. Okay. Boxengasseneinfahrt nicht mit Vollgas nehmen. Das kann durchaus böse enden. Fährst du nochmal raus? Ach, er ist gemutet. Ole ist gemutet. Aber ich glaube, ich bin durch. Ja. Hamilton ist... Okay, 7/10 langsamer als Ole. Hm? Ah, da ist er wieder. Ich würde fragen, ob du nochmal rausfährst, aber ich habe eben. Ich habe eh schon retired. Du bist schon retired? Mhm. Bottas ist noch gar nicht rausgefahren. Da kommt der Ole. Hamilton wird fett aufgehalten. Von dem Haas. Bottas ist jetzt draußen. Boxenausfahrt ist so Krebs, wenn wir da keinen Assistenten hätten. Das wäre Horror. Nein, es wird nix, Hamilton. Mit dem Magnussen da vor dir. Das heißt, wir müssen, dürfen nicht vergessen, es ist ja bloß Training und kein Qualifying. Wir tun immer so, als wäre das hier, als geht's hier ums Ganze, aber nee. Die gelben Curbs da, die sind so gar, wenn du da drüber kommst, da hebst dich. Nee, die gelben Curbs
bei mir gerade, oder? Ja, ja. Und so warte, ich zeig's dir gleich in welcher Kurve. Hier, wenn du hier zu weit außen bist. Ah, ja. Und da links über die gelben drüber ratterst. Ja. Das ist so. Manche sagen Abfuck, aber. Ja. Hat doch gut gepasst. Ah, ein Ticken hättest du vielleicht noch eher bremsen müssen. Da ist er ins Gras gekommen. Eigentlich nicht. Da dreht es mich auch immer ganz leicht, manchmal mit dem Blick. Ja, ja. Da musst du so aufpassen. Ich sehe es auch, bei 50%, wie viele Runden sind das dann? Normal sind es 13, oder? Also 26 Runden wahrscheinlich. Nee. Oh. Ja, da vertue ich mich immer. Speziell, wenn ich woanders hinschaue. Es sind 36 Runden, glaube ich. Ach du Scheiße. Weil die Runde so kurz ist, gell? Genau. Oh Gott, da haben wir jetzt was vor uns. Ich habe nur die Kameraeinstellung, wo quasi drauf gewartet wird, bis du in die Kurve kommst, du flatsch voll weit raus. Nee, hast du das Innen auch mitbekommen oder nicht? Das Innen? Nee, habe ich nicht mehr gesehen. Über die Innen, okay. Nee. Da hast du einen Innenkurve, wenn du da dagegen fährst, schmeißt dich so richtig weit weg hinaus. Okay. Ach, und den habe ich mitgenommen. Der in der Kurve innen, in der gelben, oder wie? Ja. Okay. Ja, die Reifen sind doch wesentlich schneller wie die Softs. Mit meinem doch wesentlich weniger Speed über Startziel bin ich jetzt schon über eine halbe Sekunde vorne. Du musst hier in der Runde, in der Kurve musst du definitiv ein bisschen eher bremsen, Ole. Nein, wer bremst, verliert. Ja, Ole fliegt raus und verliert dann. Wenn er nicht bremst. Oh, da ist er fast eine Sekunde oben, holy shit. Ich, ja. Das war meine Softzeit. Ja. Oh, da kommt wieder zwei raus. Ich jetzt wahrscheinlich verlieren, ja. Jetzt habe ich mit den Softreifen abnormal übertrieben krass gefahren. Ja, trotzdem. Du bist nicht mal eine Sekunde hinter mir. Und trotzdem. Eineinhalb Sekunden. Was bist du gefahren, die schnellste? Meine schnellste ist eine 1873 mit Ultrasofts. Okay. Aber die war eine halbe Sekunde vielleicht schneller als mit den Supersofts. Also du bist eigentlich nur eine halbe Sekunde, wenn überhaupt, hinter meiner Supersofts-Zeit. Und die hättest du, wenn du da nicht so weit rausgekommen wärst, locker behauptet. Mag ich nicht. Du fährst aber so weit raus, das ist brutal. Wo? Ja, gerade eben, du warst wieder im Grün bei mir. Ja. Ausholen. Oh. Ja. Und? Oh, ich dachte schon, du zerlegst das Counter jetzt noch. Was? Nee, ich hab nur viel Schwung für den nächsten. Nur viel Schwung für die Runde jetzt geholt. Ja, an die Zeit komme ich irgendwie jetzt auch nicht mehr an. Ja, die würden wahrscheinlich schon ein bisschen abbauen durch den bisschen ins Gras rausfahren und Kies hier. Du kommst da immer viel zu weit raus. Ohne ja, ich mehr, weiß mehr bremsen. Ich mag nicht noch früher bremsen. Doch. Musst du aber. Oder nicht so früh aufs Gas. Aber dann bremst lieber mehr und geh dafür wieder eher aufs Gas.
Das hast du schön erwischt, aber... Das war jetzt mal der Ast rein. Dafür war das davor halt nicht so gut. 2 Sekunden, holy shit. Viel zu früh. Gar nicht viel zu früh. Wenn ich jetzt darauf verliere ich alles, ja. Pass bloß auf, dass du nicht wieder irgendwelche Verwarnungen oder Strafen bekommst. Der baut stetig auf, ich verstehe das nicht. Ja, schon besser. Schon besser. Ein bisschen noch. Das war jetzt ganz schlecht. Kurvenscheitelpunkt verpasst. Und da ist er wieder 15 Linden. Ja. 3 waren sie schon vorher und schon. Gut. Ja, so kann man die Boxengasse auch einnehmen. Das war jetzt meine Zeit, 1.09.7. Definitiv noch mit ein paar Zehntel, die man finden kann. Glaube ich. Ja, du bist 1,5 Sekunden vor dem dritten. Bottas ist nochmal ein bisschen schneller gefahren. Aber von dem her, alles easy, würde ich sagen.